Das ist die Vielfalt. Man kann mit Menschen arbeiten, man kann für Menschen arbeiten. Es gibt auch wieder genauso lustige Momente, wo man lachen kann. Also meinen ersten Kontakt mit der Pflege habe ich damals im Zivildienst gehabt, im Altersheim in Bad Leimfelden. Das hat auch gleich großes Interesse bei mir geweckt. Ich habe aber dann aufgrund von meiner vorherigen Ausbildung eben noch einen anderen Weg eingeschlagen und hätte zum Studieren begonnen. Habe aber da dann nach kurzer Zeit festgestellt, dass das nicht das Richtige ist. So, mit 2017 habe ich abgeschlossen in der Krankenpflegeschule in Freistadt. Und seitdem bin ich vom KUK über das Altersheim in Urfahr zu eben jetzt im SAV in Rohrbach gekommen. Arbeitstechnisch habe ich vorher eben nichts anderes gemacht. Ich habe in Bad Leimfelden das Burg gemacht und maturiert. Habe eben dann zum Studieren aufgrund dessen begonnen, wie bereits erwähnt, und habe aber dann eben festgestellt, dass die Pflege das Richtige ist für mich und dementsprechend halt dann auch diesen Weg gewählt. Also es ist die Vielfalt, es ist jeden Tag einfach was anderes. Man kann mit Menschen arbeiten, man kann für Menschen arbeiten, man kriegt auch wieder viel zurück. Es gibt auch trotz der ganzen Trauer und die schlimmen Momente, was natürlich mit dem Beruf einhergehen, auch wieder genauso lustige Momente, wo man lachen kann. Gleichzeitig auch das, dass man jeden Tag wieder mit einem guten Gefühl rausgehen kann und sagt, okay, wir haben heute was Tolles weitergebracht und geschafft. Vor allem der Umgang, dass man sagen kann, wir dürfen sie am letzten Lebensweg begleiten, unabhängig wie lang das der jetzt sein kann. Es ist ein sehr erfüllender Beruf. Es ist wirklich, man kommt in der Früh einer, die Ersten begrüßen einen. Es ist gleich einmal ein gutes Gefühl, es freuen sich die Leute, dass man wieder da ist. Und das Schönste an dem Ganzen ist einfach, wenn ein Bewohner kommt und sagt, ich bin wieder daheim, wenn er irgendwo unterwegs war, wenn sie sich daheim fühlen, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und gleichzeitig ist das auch das, was die größte Freude bereitet an dem Ganzen. Also natürlich grundsätzlich einmal die Hilfsbereitschaft, auch die Empathie, dass man sich eben in andere Menschen hineinversetzen kann und dementsprechend darauf reagieren kann. Gleichzeitig muss natürlich auch ein adäquates Fachwissen da sein. Es ist ein heikler Beruf, den wir da auch machen. Da geht es zum Teil um Menschenleben. In dem Rahmen die Umsichtigkeit, dass man auch alles ein bisschen mitkriegt, was um und um ist. Man muss natürlich eher sozial eingestellt sein und nicht Eigenbrödler, sage ich jetzt einmal. Egoistische Menschen haben da nicht recht viel verloren in dem Beruf. In erster Linie, es gibt, glaube ich, wirklich keinen anderen Beruf, der so erfüllend ist wie die Pflege. Man kommt jeden Tag her und egal was auch noch passiert, man kommt, geht auf die Nacht mit einem guten Gefühl wieder raus. Und das ist auch das, mit dem man dann am nächsten Tag wieder reinkommen kann. Und was man natürlich arbeitstechnisch auch genauso sagen kann, es ist ein absolut sicherer Beruf für die Zukunft, auf jeden Fall zukunftsträchtig, weil es gibt immer kranke Menschen, es gibt immer alte Menschen, die Hilfe und Pflege bedürfen. Dementsprechend ist es wirklich auch zukunftssicher. Und vor allem für jeden ist auch was dabei, weil es so vielfältig ist. Man kann sich in alle möglichen Berufsbilder dann nachher noch weiterentwickeln. Und dementsprechend kann wirklich jeder sich in den Beruf von der Pflege auch verwirklichen. Was mir eben noch wichtig wäre, was die Altenarbeit betrifft, in den letzten, also nicht nur die Altenarbeit, sondern allgemein die Pflege in dem Rahmen, aber in den letzten Jahren und auch natürlich mit der Pandemie ist das Berufsbild immer mehr in den Fokus in die Medien gekommen. Das ist ein großes Lob gekommen in dem Zuge. Es ist leider Gottes politisch nicht recht viel passiert, was sich dahingehend ändern hätte können, nur viele leere Versprechungen. Aber zumindest der Dank und der Ding aus der Bevölkerung, das ist das, was uns, glaube ich, auch viel weitermachen lassen. Zumindest wenn das weiterhin aufstehen bleibt, ist das auch was Kraft gibt, dass man weitermachen kann in dem Beruf.